So, geht natürlich auch gleich weiter. Parto numero 21. 21. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch abwarten. Wir müssen eigentlich wirklich nur noch abwarten. Aber es lief jetzt in der letzten... In den letzten Parts ging das so schnell gerade. Regen! Yay! Super! Wo regnet's? Hier regnet's. Das ist super. Fängt auch alles gleich an zu wachsen. Das ist schön. So, habe ich jetzt mal schnell die Regenwolken dahin gebracht, wo sie hingehören. Da, wo die Pflanzen sind. Schön. Supi, freue ich mich. Hier wächst alles, da wächst alles. Da kann es auch noch mal rüber gehen. Wunderbar, die Pflänzchen wachsen auch. Schön. So, jetzt habe ich auch fast kein Saatgut mehr. Ups. Ach komm, nochmal drüber, warum eigentlich nicht? So, was ist jetzt fertig? Der Kohl, der ist fertig. Wunderbar, schön. Nee, ich freue mich auch, dass es weitergeht. Überall 50. Jo, ich würde sagen, Ober, jetzt kann ich eigentlich mal angucken, dass wir von allem einen 50er Stack bekommen, wenn die Zeit sowieso vergehen muss. Dann will ich aber noch was trinken und danach was essen. Ich schlafe mal eine Runde. Vielleicht läuft es dann besser. Das ist jetzt so eine Sache, wenn das jetzt alles so Hand in Hand gehen würde. Was? Ein Prinz sollte allen anderen... sollte alle anderen Lebewesen beherrschen. Ich möchte dir dienen, mein Prinz. Das gefällt mir nicht. Kann die Story noch weitergehen? Was eigentlich ein bisschen komisch wäre, weil die Credits ja schon gelaufen sind. Das wäre komisch. Folge den Piraten. Ja, ich weiß, das könnte ich jetzt... Ach... so schön machen. Das würde dann recht schnell gehen. Aber ich sag ganz ehrlich, mir fehlt da noch was. Mir fehlt da echt noch was. Und dann geht es auch wieder wie am Schnürchen. Wir müssen nämlich dem Herrn Locke noch ein paar Quests abmachen. Wie heißt es? Mit dem paar Quests dienen. Dann bringt er uns nämlich noch ein paar Tränke bei. Mindestens einen Trank. Und diesen Trank brauchen wir auf dem Planeten von, beim Versteck von Goliath. Hier, dieser Trank hier. Hier ist nämlich noch eine Sache, zwei Sachen frei. Ich weiß nur nicht, ob ich beide freischalte oder nicht. Fehlt auf jeden Fall noch ein Trank, den wir brauchen. Und dementsprechend, ja, das ist das Problem. Dann geht es nämlich weiter. Weil sonst bringt halt nichts, wenn wir irgendwie auf Goliaths Planeten Versteck weiterkommen, aber nichts machen können. Weil wir von der Herausforderung stehen, die wir einfach noch nicht freigeschaltet haben. So. Giftige Flüssigkeit. Was habe ich denn sonst noch? Pflanzenmutationstrank, Milch, Heiltrank, Gullivertrank, Unsichtbarkeitstrank. Okay, ich habe alles. Ich habe alles. Jo, mit dem Schutzgebet bleiben natürlich auch die Träume aus. Ist eigentlich ganz gut, aber wir brauchen ja auch Monster aktuell. Damit es weitergeht. Von daher lasse ich das gleich mal. Erstmal. So, Blümchen pflücken, Beeren pflücken, angeln gehen. Ah, schön. Alles so schöne Freizeitbeschäftigung,
die uns auch noch weiterbringen. Ich meine, Angeln, Blümchen pflücken etc. Die Blumen können wir verkaufen, das ist auch schön. Dann können wir angeln, haben was zu essen, wunderschön. Den Hühnchen geht's gut. Den Schäfchen auch, die haben zu trinken, die haben zu essen und die schlafen friedlich. Und unseren drei Feldern geht's auch gut. 7 Kürbisse. Das ist doch wunderbar. Wollte ich nicht alles? Warte mal, Aubergine. Mach schon noch mal eine Runde Auberginen. Und danach fange ich mal an, einfach mal nochmal 3 Tomaten zu pflanzen, dass wir von denen auch nochmal auf die 50 zugehen. Warum geht's gut? Das kleine Eichhörnchen ist hier bei den Bäumchen. Da ist doch super. Ja, Bram, bringt halt nichts. Wir haben deine Quest noch nicht fertig, mein Lieber. Entschuldige bitte. Warte mal, ich könnte doch eigentlich Milch, Heu, wunderbar. Wie viel Stroh habe ich noch? Oh, ich habe nicht mehr viel Stroh. Werkstatt, weißt du was? Da mache ich noch mal 5 Stück und dann gucke ich einfach mal, ob ich einfach noch mal ein paar Runden Stroh mache. Küche, Dalen Pilzsuppe. Oh, 6 Stück, das ist cool. Yeah. So, von denen könnten wir eigentlich auch noch ein paar machen. Warum eigentlich nicht? Das können wir noch kochen. Hähnchenkeule. Ja, können wir machen. Warum eigentlich nicht? Pizza, Spiegelei. Davon können wir was machen. Oh, das ist cool. Ich glaube, die Flügel brauchen wir nicht. Bin mir aber selbst nicht so ganz sicher. So, dann können wir dem auf jeden Fall noch mal was verkaufen. Viel Kohle haben wir dann eigentlich? Wir müssen doch auch mittlerweile ordentlich Asche in der... ordentlich Money in die Bank haben. Im Geldbeutel. Ja, das läuft super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davon 1, davon 2, davon 1. Es gibt fast 1000, also 729. Das ist wunderbar. Ja, wir haben fast 6000 Coins in unserem Wallet. So, die Melonen sind fertig. Jetzt mache ich noch mal Weizen. Brauche ich auf jeden Fall. So, die Glockenblume ist auch fertig. Schön. Die auch fertig. Wunderbar. Dann können wir nämlich gleich, wenn die Lilly noch mal vorbeikommen sollte oder wenn wir sie rufen sollten, wenn die Quest fertig ist, können wir noch ein paar Blümchen verkaufen, obwohl ich eigentlich jetzt keine Lust mehr habe, noch großartig was zu verkaufen, weil wir haben genug Geld und wir brauchen gar nicht so viel. Bedeutet, ich sammle jetzt erstmal Materialien, genieße meine Zeit in dem Spiel ein bisschen und hoffe, dass ich bald ein paar Monster besiegen kann, damit ich mit unserer Quest weiterkomme. Optimal wäre natürlich ein paar Krabben, 4 Stück oder zumindest eine Krabbe, aber die kommen ja nicht gemischt, die kommen ja immer nur in Gruppen. 4 Krabben, davon wird eine Dingsbums, eine besiegt und die anderen in Frösche verwandelt, dann wäre das super. Optimal wäre es natürlich auch gewesen, wenn die uns den Froschzauber beigebracht hätte, während wir bei dem Schattenprinzen gewesen sind. Das wäre optimal. Aber das ist alles irgendwie entweder buggy oder es ist zu random. Es ist wirklich zu viel Zufall. Sag ich ganz ehrlich. Du, 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 du. Ich klopfe für mein Leben gern, ich bin ein kleiner Miner, la 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 la. I am a dwarf and I'm digging a hole, diggy diggy hole, diggy diggy hole. Ich bin ein Zwerg und baue eine Mine. Ah, ruhiger Schlaf, super. Ups. Ich dachte, jetzt fängt es an im... ich habe jetzt gedacht, im Spiel fängt es an zu brennen. Da hatte ich mich schon leicht geschockt. Dabei war das nur mein Mikrofon, was gerade ein bisschen umgeklappt ist. So, das haben wir. Wunderbar. Yes. 2 Feinde. Okay.
Klappt es direkt? Der Zauber hat fehlgeschlagen. Der Feind hat starke Gesundheit. Genau darum geht's. So, einmal kriegt er noch eine rein. Der macht aber gut Aua. So, den müssen wir jetzt fangen. Jetzt haben wir einen Frosch, das ist schon mal gut. Jetzt wollen wir mal gucken, was für ein Feind da jetzt noch ist. So, den verwandeln wir natürlich auch in einen Frosch. Super, das war super. Dann können wir das nämlich schon mal zur Locke machen. Ja, ich habe jetzt überall genug Blümchen hier eigentlich. Die kann ich ja sowieso auch später wieder abpflanzen, wenn ich da keine Lust habe. Deswegen, warum eigentlich nicht? Warum machen wir denn eigentlich keine... Warum machen wir hier nicht noch mehr Blümchen hin? Hier so, dahin. Ja. Ich meine... Schön, wenn es ein bisschen farbig ist. Aber mir fehlt noch eine Sache. Ich würde gerne hier noch ein Wasserturm. Nicht. Normaler großer Brunnen. Nee, großer Brunnen nicht. Ich würde hier einen normalen Brunnen nochmal bauen. Hier so einen kleinen. Vielleicht. Hier hin. Ja, ja, hier hin kann man einen bauen. Kann ich hier eh nichts großartig hinbauen. Dann kann ich hier noch ein paar Blümchen bauen, weil die müssen auch in der Nähe von der Wasserquelle sein. Eigentlich ein paar gelbe Blümchen hier. Von denen ein paar setzen. Ja, ist ja gut, Vögelchen. Subi, dann machen wir hier noch ein paar blaue hin. Wir machen den Planeten uns einfach schön. Wenn wir sowieso... es ist ganz gut, was jetzt da so gelaufen ist, dass wir da mal angegriffen wurden. Das bedeutet, wir müssen jetzt folgende Sachen machen. Wir warten jetzt auf den Zauberer Locke. Auf der anderen Seite allerdings müssen wir auch... müssen trotzdem nochmal angegriffen werden. Von daher ist es einfach so. Aber bis dahin können wir uns den Planeten eigentlich schon schön machen. Warum eigentlich nicht, ne? So, noch ein paar Glockenblumen hierhin. Sieht so leer aus. Obwohl hier auch viel Schatten ist. Das ist nicht ganz so toll. Hier noch ein bisschen Hibiskus rein. Wunderbar. Könnt ihr den ganzen Tag machen, ehrlich. Also ich hätte echt Bock. Ich habe es ja schon mal gemacht, hier in meinem ersten Spielstand. Schade, dass man keine zwei Spielstände haben kann. Sonst würde ich den Planeten einfach so richtig komplett zupflanzen. So, dass es eine richtig schöne Oase wird. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, manchmal ist weniger mehr. Darfst du auch nicht vergessen, ne? Also alles zupflanzen und zustellen ist auch nicht so toll. Deswegen mache ich mir jetzt mal einen kleinen Überblick. Ja, das kann eigentlich auch mal da bleiben, weil wir brauchen ja auch, brauchen ja auch Landefläche für die Raumschiffe. Das ist unsere Oase, da fehlen eigentlich auch noch ein paar Blümchen. Vielleicht hier hinten. Die Hälfte des Planeten lasse ich einfach mal. Dann können nämlich Pilze spawnen und Tiere können da, haben da ein bisschen Freiraum. Und hier fängt sie auch richtig dann an, wie man schon sieht, mit der Flora. Oh, super. Schön, supi. Hier der Frosch, aber sei vorsichtig mit ihm. Keine Sorge, er wird einfach in eine Kaulquappe zurückverwandelt. Was ist los? Hat es funktioniert? Nein, der Trank hatte eine Vermehrungswirkung. Jetzt ist mein Ballon voller quakender Frösche. Was für ein Pech. Ja. Kann ich irgendwas kaufen von dir? Nein. Ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich beim nächsten Besuch nochmal. Oh, super. Wir müssen noch zwei, einmal, ich glaube eins müssen wir noch verwandeln. Und eine Krabbe brauchen wir. Okay, gut.
Ja, da ist der Zaubertrank nach hinten losgegangen. Muss man einfach so sagen. Und jetzt haben wir dieses... Jetzt hat er alles voller Frösche. Oh, herrlich. Schön. Ein kleines, nettes Detail, was mir echt gefällt. Ja, ich mag halt diese kleinen Details. Diesen muss man schon genießen, wenn sie da sind. Das muss man einfach echt sagen. So, gut. Das Gießen war jetzt ein bisschen überflüssig. Weil ich würde jetzt gerne erst nochmal die Pilze sammeln. Mal 3 Stück kann man abernten. Finde ich auch gut, dass es hier keine, nicht so viele giftige Pilze gibt. Und dass man sich daraus was machen kann. Ich will aber auf jeden Fall nochmal unsere kleine Oase da nochmal ein bisschen bepflanzen. So, genau, ich habe gesagt, ich brauche Weizen. Der geht relativ schnell. Wunderbar, schön. So, Beere, Kirsche, Suppi. So, machen wir noch ein bisschen Hibiskus rein. So, ein paar Blümchen im Schutz der Bäume. Das ist doch bestimmt auch wunderbar für die. Hier noch mal ein bisschen Löwenzahn, obwohl ich eigentlich das Bild, ich glaube, da haben sie auch was verwechselt, weil eigentlich ist das kein Löwenzahn. Das ist Löwenzahn. Das könnte Shintower-Dingsbums sein. Aber na gut. Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil vom Aussehen her ist es eigentlich Löwenzahn. Können die auch manuell aufheben, so ist es ja nicht. Schade, dass sie sich so nicht vermehren. Aber läuft eigentlich ganz gut. So, Gänseblümchen. Wunderbar. Schön. Suppi. Noch ein paar Blautropfen. Warum eigentlich nicht? Ich könnte eigentlich nochmal zum Planet der Angst reisen und mir nochmal ein paar bisschen Saatgut holen. Das Problem ist, die Moon fliegt uns jetzt erstmal nicht zu den Tieren, beziehungsweise zu den Yeti-Planeten, weil wir natürlich jetzt erstmal den Planeten vom Goliath begutachten müssen. So, wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt will ich hier den Platz noch ein bisschen schön machen. Ich meine, so ein paar Blumen am Strand würden auch nicht schlecht aussehen. Ich mag diese... Oh, wir haben keine... Doch, wir haben noch ein paar Glockenblumen. Ich mag die Glockenblumen. Hier so hin. Ich meine, wenn die Moon uns besucht und mit uns angelt, wie aufs Wort, als hätte sie gewusst, dass wir über sie sprechen. Machen wir uns ein bisschen schön. Hä? Yuki ist ja weg. Jetzt müssen wir uns um die Moon kümmern. Dass die wenigstens... Ja. Der Junge bleibt ja nicht für immer 10. Man muss auch an die Bienchen und Blümchen denken. Jo. So, du hast den letzten Auftrag noch nicht beendet. Ja, aber ich bin noch nicht so weit. Alles gut, Moon. Und glaub mir, wenn ich sage, es dauert noch ein bisschen. So, der Magier, der muss beim nächsten Mal noch ein Quest machen. Der gibt uns nämlich noch einen Explosionstrank. Jetzt habe ich es doch verraten. Da war ich in Gedanken versunken. Und den brauchen wir bei Goliaths Versteck. So ist es einfach. Und da habe ich jetzt keine Lust, permanent hin und her zu rennen. So. Wir brauchen eigentlich nur noch... Ja, die beiden können uns besuchen. Die beiden. Und der Rest ist noch nicht ready genug. Ah, wird schön hier. Auf der anderen Seite hier will ich vielleicht noch ein paar Blümchen hinsetzen. Hier so ein paar Gänseblümchen. Hier hin, ja. So. So, jetzt mache ich mir mal einen Gesamtüberblick. Mach's gut, Moon. Aber sieht gut aus. Hier ist auch genug Freiraum. Da könnte man mal gucken, ob man vielleicht irgendwas hinbauen oder so. Aber so wie es aussieht, man merkt direkt, wo ich welche Planethälfte von mir am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Perfekt. Gut, ist auch das Krabben. So, den müssen wir besiegen.
Wunderbar, jetzt haben wir auch die 5 Krabben. Ich muss aber noch was essen. Oben links der hohe, die Hungeranzeige. Steht ungefähr auf der gleichen Hungeranzeige wie der, wie die vom Let's Player. Von daher ein bisschen kann ich noch, aber ja, ich will es eigentlich jetzt auch schnell zu Ende bringen. So, brauche ich insgesamt 3 Frösche oder... So, eine Melone habe ich bekommen, wunderbar. Das habe ich und das habe ich gemacht. Okay, supi. Ich würde sagen, ich sammle jetzt nochmal die Pilze auf. Pflanze nochmal den Weizen ab. Und krieg auch gleich Stroh, das ist doch super. So, mach aber nochmal eine Runde Weizen. Dann habe ich eigentlich auch genug und dann können die Schafe... Dann müssen die Schafe auch keinen Hunger leiden. Na, jetzt habe ich Karotten. Ne, ist egal, passt schon. Das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Füttern. Oh, super, Bram. Das ist wunderbar. Wie aufs Wort. So, Blumensaatgut habe ich keins mehr. Hier sind die Krabbenscheren. Gerade pünktlich zum Dwayne-Fest der Häutung. Brr, ich werde den Guido-Damen zeigen, dass ich keine Konkurrenz habe, wenn es um meine Kochkünste geht. Gut, der ist pink, der ist orange, weil für ihn halt die... Ja, der Frühling begonnen hat. Das bedeutet, wir können jetzt auch aktuell nicht mehr viel machen. So, die Pilze sammle ich noch, dann warte ich, bis der weg ist. Dann kommt er nämlich irgendwann wieder und so weiter und so fort. Das war sowas, irgendwann kommt er dann wieder und dann gibt es die nächste Quest. Ich meine, hier ist 64%. Hier ist noch ordentlich was drin. Obwohl eine Goliath-Quest erst dann aktiv ist, wenn wir auf seinem Planeten sind. Aber, wie gesagt, dafür brauchen wir noch ein, Tränkchen, das uns der Herr Locke aber erst später gibt. So weit sind wir mit dem noch nicht. Von daher muss die Moon warten. Und der muss warten. Aber wenn der weg ist, kann ich gleich die Lilly rufen. Dann kann ich mir noch mal ein bisschen Saatgut von dem von ihr kaufen. Und dann sollte das auch gegessen sein. Ich meine, wir sind schon bei 75%. Das passt. Es ist gut, dass man ein paar manuell rufen kann. Schade, dass man nicht alle manuell rufen kann. Das würde einiges vereinfachen. Also wenn das jetzt eine Beta wäre, dann würde ich sagen, macht irgendwie, lasst allen Rufsymbol kommen, dann kann man es echt besser timen. Erstmal kaufen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Die kriegt 400. Das bedeutet, ich würde ihr gerne noch ein paar Sachen verkaufen. Nicht so viel. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2. Okay. Pflanzenmutationstrank. Nö. So, mit meinem neuen Zauber ist es einfach, die kleinen Frösche zu schnappen, Lilly. Super, ich fühle die große Kraft des Kristalls in dir fließen. Dein Prinzenherz und das Herz von Dayland schlagen im Gleichtakt. Jetzt kannst du 2 neue Gebete am Altar verwenden, das Regen- und das Kristallgebet. Vielen Dank, Lilly, du hast mir wirklich viel beigebracht. Du hast ein neues Gebet gelernt, super. War's das mit Lilly? Nee. Ich habe im Moment keine Aufträge. Okay, wir können jetzt 2, wie heißt, 2 neue Gebete am Kristallaltar erlernen. Und zwar das Regen- und das Kristallgebet. Die machen folgendermaßen. Das Kristallgebet bewirkt Folgendes, und zwar, genau, sieht man auch, Schutzgebet, weniger und seltenere Monsterangriffe, das Regengebet, Regen tritt häufiger auf und ohne Blitzeinschläge ein, das bedeutet, durch das Regengebet
steigert die Häufigkeit, dass es regnet, und beim Kristallgebet, Kristall ist leichter zu finden und Meteoriten fallen häufiger. Ja, das bedeutet, in der Mine gibt es mehr Meteoriten, und in der Mine wird schneller der Kristall, wie heißt es, nachwachsen. So, ich sehe jetzt auch gerade, dass wir... what? Ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich beim nächsten Besuch nochmal mit mir. Okay, aber... wundert mich, dass die beiden nicht miteinander sprechen. Okay. Na gut. Dann halt nicht. Gut, Goliath. Der kann mich besuchen. Der kann mich besuchen. Ja, jetzt muss ich... gut. Alles klar. War ein bisschen komisch, aber okay. Ja, Stroh kriegen wir jetzt automatisch. Das ist super. 60, 40, 40. Bin überall bei 40 hier oben. Überall nahe der 50. So was, dann mach ich noch mal ein paar Tomaten. Das ist super. Jetzt kann ich hier noch ein paar Sachen anpflanzen. Ja, Goliath, der hat auch keine neuen Aufträge. Aktuell noch nicht. Das kommt noch. Aber wie gesagt, wir müssen erst nochmal mit Locke weitermachen. Jo, die Gebete können wir natürlich alle benutzen. Wir können aber nur immer eins aktiv haben von den Gebeten, also je nachdem. Ich persönlich bin ja eigentlich ein kleiner Freund vom Regengebet, weil die Monster können wir einfach gebrauchen. Die sind jetzt nicht so schwer, die nerven jetzt noch nicht. Und machen wir mal das Regengebet. Kristall, rufe den Regen, bringe dein Wasser und benetze alle Lebensformen auf meinem kleinen Planeten. So. Oder das Kristallgebet. Ah, ich hätte das Kristallgebet zuerst machen sollen. Dann hätten wir nämlich auch mal den Spruch des Kristallgebets. Ach komm, machen wir einfach. Komm, ist doch egal. Kristall, bring mir Segen. Möge deine Kraft mir Glück bringen und meinen Glücksstern nichts geschehen lassen. Super. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Zauberer und Brahm. Das sind die beiden, die mich jetzt besuchen können. Das Regengebet hätte ich natürlich lieber gehabt, aber ich wollte auf jeden Fall alle Sachen nochmal drin haben. Ich merke gerade, dass ich Überlänge kriege. Also noch sind wir im Rahmen, so zwischen 20, 30 Minuten. Das ist soweit okay. Aber ich möchte es jetzt nicht übertreiben. Deswegen, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Macht's gut, Leute. Ciao.